Hallo, hier ist wieder euer Papugu 96 und wir haben uns heute hier mal wieder zusammengefunden, um eine kleine Runde Jewel Quest Heritage 4 zu spielen. Ja, da League of Legends nun beendet ist, beziehungsweise pausiert, wie man es nennen möchte, hatte ich ja schon gesagt, möchte ich mich jetzt um meine anderen Projekte kümmern. Und das ist ja im Moment noch mein zweites größeres Projekt jetzt. Und ich meine, ich hatte ja auch daran schon gesagt, ich möchte das in der nächsten Zeit durchspielen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich habe das ewig jetzt nicht mehr gezockt. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht mehr, bei wem wir von den beiden waren. Wir gucken einfach mal. Hier anscheinend nicht. Sondern wir hatten noch gar keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach Virginia LaSalle. Und ich lese mal. Virginia LaSalle, 1830 bis 1912. Virginia LaSalle, Ehefrau von Sir Albert Peck, war für ihre ausgefallene künstlerische Art bekannt. Virginia war eine angesehene Gönnerin der Kunst in den gesellschaftlichen Kreisen, die ihre Familie in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts so sorgfältig pflegte, wohl bekannt. Ah ja, gut. Dann machen wir einfach mal los. Und ich kann ja, während wir jetzt hier spielen, noch weiterreden. So. Eisblöcke. Das heißt was? Eisblöcke müssen geschmolzen werden, um das Juwel in ihnen freizulegen. Versuchen die gelben Wärmejuwelen so schnell wie möglich neben sie zu schieben. Die gelben Wärmejuwelen? Sind das die? Sind das die? Kann das sein? Nein. Die? Nein. Weiß nicht. Vielleicht die. Ja, das kann sein. Das ist ja schön. Das finde ich mal cool. Ja. Och, geil. Das macht richtig Spaß. So, aber jetzt so wieder etwas anderem. Okay, die zu fliegen anscheinend. Ja. Ich hatte ja da drinnen schon gesagt, ich möchte jetzt dieses Projekt hier in den nächsten Wochen möglichst beenden. Also, dass ich es wenigstens fertig gezockt habe, aufgenommen habe. Das meinte ich. Und zwar habe ich ja noch währenddessen andere Projekte laufen und die nehmen viel Zeit vor allem ein. Das ist das Problem und deswegen hatte ich ja auch, wie gesagt, das Problem mit LOL, dass ich einfach von der Zeit her nicht weitergekommen bin. Ich meine, ich spiele ja LOL jetzt selber auch noch weiter. Das ist ja was vollkommen anderes. Aber ich kam halt mit dem Aufnehmen nicht mehr hinterher bei LOL. Und deswegen habe ich das auch dann beendet jetzt. Oh, nice. So. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder hierauf, auf dieses schöne Spielchen. Ach ja. Ich habe es lange nicht mehr gezockt, muss ich dazu sagen. Weil das Spiel spiele ich ja alleine gar nicht. Und ich habe hier noch so schöne Spiele neben mir liegen, die ich so gerne Let's Playen würde. Wo ich so richtig Bock drauf hätte. Aber ich habe einfach noch keine Zeit dafür gehabt. Ich habe so viele Projekte einfach. Und da jetzt noch ein neues anzufangen,
Das wäre jetzt, da hätte ich nicht mit LOL aufhören müssen, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt ein neues anfangen würde. Was ich ja nicht tue. Weil das hätte ja dann auch nichts gebracht. Ach, wenn die unten sind, verschwinden die. Aber ich muss sagen, der Modus hier gefällt mir sehr gut. Der macht... Irgendwie macht er Laune. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen warum, aber er macht mir Laune. So, aber jetzt wollen wir uns mal wieder ein kleines bisschen konzentrieren hier drauf. Da oben in der Ecke haben wir auch noch was. Und das war hier. Und ja, da kriege ich mal was runter. Jetzt hatten wir wieder eins frei. Da oben geht im Moment nicht. Verzwickt ist das kleine Spielchen. Es bringt zwar Punkte, aber natürlich sehr, sehr wenig. Von daher lohnt sich das nicht wirklich. Ich müsste hier die Eisplatte wegmachen. Ah, jetzt. Sehr schön. Das eröffnet uns nämlich wieder einen Spielraum. Ja, der Modus gefällt mir wirklich. Also, ich war ja in der letzten Aufnahme war es, glaube ich, ein bisschen angekotzt von dem Spiel, weil, naja, ich denke mal, wenn ihr diese Aufnahme hier seht, werdet ihr auch die Folgen davor geschaut haben. Und werde dann auch, hoffe ich, nachvollziehen können, warum ich leicht gereizt war. Aber ich weiß gar nicht mehr den punktgenauen Punkt. Den weiß ich gar nicht mehr. Komisch. So. Ach, scheiße, das hab ich vergessen. Ah, guck. Ah, und die gehen dann alle weg. Das ist auch gut. Das gibt natürlich Punkte. Komme ich auch nochmal zum Zug? Danke. So. Ja, jetzt machen wir hier noch die letzten Felder und dann haben wir das Level hier auch schon gemacht. Ist das jetzt Mittel gewesen? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das auch Mittel war. Weil so kommt es mir jetzt nicht vor. Also so schwer ist das jetzt nicht. Haben wir es geschafft. Schön. Geht doch mal wieder voran. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wenn es immer so gehen würde, dass wir mal Fortschritte machen würden, dann würde ich nicht sagen. Nur halt, das Problem ist, meistens machen wir keine Fortschritte hier in diesem Spiel. 14.000 Punkte. Junge, Junge, Junge. Du versuchst also immer noch, dich mit den Archivaren des Schlosses zu treffen. Das wird nicht einfach, da sie darauf getrimmt sind, die Geheimnisse des Schlosses zu bewahren. Es ist schwer, die Archivare dazu zu bringen, über die Schätze von Neuschwanstein zu reden. Ja, Neuschwanstein. Das Schloss in...